Roadster wie der MX-5 von Mazda sind Genussautos, gebaut um Fahrspaß zu vermitteln. Aktuell haben sie es allerdings schwer, denn der Trend ist ein anderer. Alle Welt fährt SUV. Dennoch gelingt es dem MX-5, sich auch nach über 30 Jahren noch am Markt zu halten. Er zählt weltweit zu den meistverkauften seiner Art. Jetzt hat Mazda die Motoren überarbeitet. Das hier, das ist der größere der zwei verfügbaren Benziner und der leistet jetzt 17 kW bzw. 24 PS mehr. Aber interessanter als diese Zahlen ist ja wohl, wie sich das Ganze anfühlt. Und deshalb würde ich sagen, zurück auf die Straße. Wir testen den MX-5 als Retractable Fastback, das heißt mit elektrischem Metallklappdach. Man kann das Verdeck hier auch während der Fahrt öffnen, allerdings bis maximal 10 km/h. Das ist etwas wenig, wie ich finde, aber na gut, besser als gar nichts. Ja, das Piepen sagt mir hier, Hardtop deaktiviert Geschwindigkeit über 10 km/h. Wie gesagt, ein bisschen wenig finde ich das. So, das einfache Piepen bedeutet Schließ- bzw. Öffnungsvorgang abgeschlossen. Nach der Überarbeitung leistet der Motor jetzt 135 kW. Der Standardsprint gelingt eine halbe Sekunde schneller und auch bei der Höchstgeschwindigkeit sind mit 220 jetzt 5 km/h mehr drin. In Deutschland startet der Mazda MX-5 RF in der höchsten Ausstattungslinie Sportsline ab 33.500 Euro. Ja, was das Fahrverhalten angeht, der MX-5, der macht schon richtig viel Spaß. Klar, mit der Mehrleistung, die er jetzt hat, da zieht er auch noch mal besser durch. Den Standardsprint, den schafft er in etwas über 6 Sekunden und das ist schon eine gute Leistung. Und auch beim Fahrverhalten, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Der liegt gut in der Kurve, die Schaltwege sind schön kurz. Also ein wirklicher Roadster, wie man ihn sich vorstellt. Schön puristisch. Den Innenraum hat Mazda einfach und sportlich gestaltet. Alcantara an den Recaro Sportsitzen sowie rote Ziernähte betonen die sportliche Atmosphäre. Obwohl die Platzverhältnisse nicht allzu üppig sind, gibt es sogar Getränkehalter. Analoge Anzeigen für Drehzahl und Geschwindigkeit, so mögen das Puristen. Zahlreiche Tasten sind fahrerorientiert am Lenkrad angeordnet. In der Mittelkonsole befinden sich analoge Wahlräder sowie die Handbremse und das Schaltgetriebe. Zugegeben, viel Platz ist hier drin nicht, also größer als 1,80 Meter sollte man nicht unbedingt sein und vor allem kein Sitzriese, denn sonst wird das hier schon ein bisschen eng. Der Sitz ist schon ganz hinten mit den Beinen, das passt gerade so. Das Gute ist, man kann das Lenkrad hoch und runter verstellen und sogar rein und raus. Das gab es vorher nicht, also dafür ein Pluspunkt. Die Front des MX-5 wirkt wie ein Gesicht, die große Kühleröffnung wie ein großes Lächeln. Von der Seite aus betrachtet fällt vor allem die lange Motorhaube auf, die ihn ein bisschen wie den berühmten Jaguar Typ E aussehen lässt. Die 17 Zoll Leichtmetallfäden kosten extra. Das Heck, modern und schick, mit zwei kleinen runden Rückleuchten als Blickfang. Knopfdruck öffnet oder schließt das Hardtop-Dach innerhalb von 13 Sekunden. Hier bei dem kann man nur zu zweit fahren und wenn man dann noch ein paar Sachen mitnehmen möchte, zum Beispiel für ein Picknick,
dann wird das schon relativ eng, denn der Kofferraum, der ist sehr, sehr klein. Ist natürlich auch der einfaltbaren Dachkonstruktion geschuldet, aber ich denke mal, für eine Tagesreise sollte das eigentlich reichen. Im Vergleich zur Version mit Stoffverdeck kostet der MX-5 mit Hardtop in Deutschland 2600 Euro mehr. Mein Fazit zum MX-5, er hat zwar die ein oder andere kleine Schwäche, man denke nur an die nicht vorhandenen Ablagemöglichkeiten hier im Innenraum und das relativ geringe Kofferraumvolumen, aber er hat auch deutlich mehr Stärken. Vor allem der aktualisierte 2-Liter Motor, der macht jede Menge Spaß und entsprechend kriegt man pures Roadster-Feeling und das Ganze mit Freiluft dazu. Also was kann man sich mehr wünschen? Mit Metallklappdach ist der MX-5 RF ein Fahrzeug für alle Jahreszeiten und darf, trotz der ausgeprägten Roadster-Gene, auch den Winter auf der Straße verbringen.